Wir sind seit 25 Jahren im Markt tätig und das Hauptthema wie ein roter Faden zieht sich durch Betoninstandsetzung und Bauwerksabdichtung. Egal, ob es im Bereich Windenergie Fundamente aus Beton ist oder ob es in Tanklagern ist oder an Fassaden oder schlechthin im Ingenieurbau. Wir sind seit 2005 auf der Husum Wind, damals allerdings als totale Exoten. Man hat uns etwas schief angeguckt, weil natürlich alles sich mit Windenergieanlagen Hightech beschäftigt hat und nicht Betonfundamente. Wir waren Einzelkämpfer, es gab Interesse und alle zwei Jahre hat ja die Husum Wind stattgefunden, wurde der Markt und der Wettbewerb größer, aber das ist normal. Wir arbeiten vorzugsweise mit elastischen Abdichtungen, da bei diesen hochdynamisch belasteten Fundamenten wir von pro Jahr 10 Millionen Lastwechseln ausgehen. 10-mal mehr als eine Autobahnbrücke in der Belastung. Und da brauchen Sie elastische Systeme, die diese hohen Bewegungen mitmachen. Und die Industrie hat uns vor vielen Jahren schon gefragt, wie lange hält denn das? Und wir haben deswegen Produkte kreiert, gemeinsam mit der Industrie entwickelt, testen lassen, die also eine Langzeitbelastung aushalten, also 20, 25 Jahre diese hohen Belastungen mittragen. Und hier haben wir, wenn man so will, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, weil wir diese Produkte natürlich aufwendig haben testen lassen und auch Gewährleistungen unseren Kunden übergeben können. Und das setzt uns auch in die Lage, 25 Jahre eine vernünftige Firma zu führen. Das ist ein Polyurethan, hochelastisch, 500% Dehnung. Das spritzen wir im Heißspritzverfahren mit etwas Hightech an die Fundamente und Risse, die sich dynamisch entwickeln können, die wir vielleicht heute noch gar nicht haben an der Anlage, werden hier Langzeit gut überbrückt. Die Fugen, die wir uns gestern angeschaut haben, immer wieder ein Schwachpunkt. Risse an den Betonoberflächen, 0,3 mm, könnte ein Grenzwert sein. Alles, was größer ist, muss man angehen. Das Regelwerk sagt, ab 0,2 mm muss etwas getan werden, weil das Wasser sehr spitz ist, hinein kann und die Gefahr, dass innen im Tragkorb bei der Bewährung dort Rost sich bildet, ist zu groß. Abplatzung haben wir auch, werden Sie noch einige Bilder sehen. Wir haben natürlich auch Wassereintritt über verschiedene Öffnungen, auch Kabeldurchführung etc. tragen dazu bei. Und last not least ein Thema, wo wir teilweise über sehr viel Geld reden, wenn es darum geht, dass die Fundamentsektion, das Fundamenteinbauteil nicht mehr fest eingespannt ist. Da reden wir über Injektagen und die sind mit wesentlich höheren Aufwendungen verbunden als die einfache Betoninstandsetzung oder Abdichtung. Es gibt Produkte, die wir seit 5 Jahren erst anbieten können, die auch für, ich hatte gerade mit einem Kunden hier ausführlich drüber gesprochen, die neu bauen. Das sind Produkte, die ähnlich elastisch sind, aber hochdampfdiffusionsoffen sind. Das heißt, wir können Restfeuchten von 20% beispielsweise an der Anlage, am Beton verkraften. Das heißt, unmittelbar beim Neubau Hybridtürme, insofern hier auch neue Kontakte, wir gehen ein Stück nach oben, inzwischen Fundamente sind nicht nur flach gegründet, sondern auch 60, 70 Meter hoch. Und diese Übergangsbereiche sollten auch elastisch abgedichtet werden zum Stahlsegment. Und das möglichst gleich nach Neubau, 3-4 Tage später. Da ist der Beton noch nicht trocken. Das kann ein System, welches dampfdiffusionsoffen ist. 20% Restfeuchte ist nicht normal. Dürfen Sie mit normalen Abdichtungssystemen nicht ran. Und das können eben diese Materialien, gibt es aber noch nicht so lange im Markt und wir sind dabei, das auch mit hineinzubringen. Das ist das Material, was ich hier in der Hand hatte mit 500% Dehnung. Wir müssen natürlich nachweisen, wenn ein Kunde kommt, wie lange hält das, dass es tatsächlich 25 Jahre hält. Und da wird simuliert oder wurde simuliert, wir haben Forschungsgelder in die Hand genommen, 25 Jahre simuliert in einem Vierteljahr. Das heißt also hochfrequent bewegt, ein Riss simuliert, der sich mit 0,7 mm bewegt, ständig, 30 Hertz, hochfrequent und haben so in einem Vierteljahr nachvollziehen können, hält oder hält nicht. Ja. Und damit haben nicht nur die Kunden, sondern auch wir die Sicherheit, höhere Gewährleistungen zu geben und damit auch
Bestand in dieser Branche zu haben, denn wir haben zwischenzeitlich über 2000 Anlagen gemacht, nicht nur in Deutschland, auch ein bisschen Frankreich, auch ein bisschen Italien runter. Und es hat uns eigentlich recht gegeben, dass wir als Baubetrieb mit Spezialwissen uns auch diesen Themen gestellt haben. Der BWE, der Bundesverband Windenergie, hat einen Arbeitskreis gegründet gehabt, etwa fast 8 Jahre gebraucht, um eine, ich habe sie mal als Fundamentfibel bezeichnet, herauszugeben. Das heißt, es haben sich Experten zusammengesetzt und haben sich mit dem Thema Fundamente nicht nur beschäftigt, sondern auch ein Werk, ich glaube 36 Seiten umfasst das Teil, kostet glaube ich auch knapp 40 Euro, also überschaubarer Preis, über den BWE zu beziehen. Hier sind verschiedene Schäden und auch Sanierungskonzepte vorgestellt, wobei wir immer sagen, wichtig ist bei der Sanierung sich Ingenieurbüros zur Hand zu nehmen, Leute, die Erfahrung haben, die Sanierungskonzepte erstellen und begleiten. Also nicht einfach sagen, das wird schon oder ich hole da irgendeinen ran, sondern die Leute, die Erfahrung haben mit Sanierung, sollten hier auch das Wort und die Führung behalten. Wir bleiben auf dem Segment Betoninstandsetzung und Spezialabdichtung, machen natürlich klassisch auch Fassaden, Balkone, deutschen Terrassen, machen natürlich auch, ich hatte es schon angedeutet, Wind weiter. In diesem Segment werden wir in die Höhe gehen. Ein Teil unserer Leute hat das Training Retten aus großen Höhen im letzten Jahr absolviert, auch unsere Fachbauleitung jetzt am letzten Freitag ihre Wiederholungsertüchtigung gemacht. Auch wenn ich irgendwann mal nicht mehr da oben mit rumkrabbeln darf, müssen es andere machen. Unser Unternehmen ist ausgerichtet in einer, nennen wir es Erneuerung. Wir wollen junge Leute ranholen, Nachwuchs selbst ausbilden. Machen wir schon ein paar Jahre, aber wir müssen unsere Leute fit machen, diese Geschichten auch sozusagen nach mir als Firmengründer weiter zu entwickeln. Und es kann passieren, dass wir in 5 Jahren uns vielleicht auch in der Landwirtschaft bei Siloanlagen etc., die undicht sind, Silage, Säure etc., in den Erdboden reingeht, dort mehr machen, als wir es heute vielleicht könnten.